Hallo Leute und herzlich willkommen zu Chalupi. So, erstmal müssen wir natürlich wieder die Gäste so ein bisschen nerven. Habe ich nicht geschlafen? Warte mal. Scheinbar geht das nicht mehr, wenn ich am nächsten Tag klopfe. Okay, leider hat uns jetzt niemand wirklich Geld gegeben. Naja, wir reisen jetzt erstmal weiterhin in der Früh. Okay, ich gehe jetzt erstmal kurz zum Leica Store, denn der ist ja gerade da drüben. Wenn es etwas Geiles gibt, sage ich euch Bescheid. Wenn nicht, fahre ich runter zu tanken und sage euch dann Bescheid. Oh Leute, ich glaube, wir haben die falsche Farbe gekauft. Wir haben immer Perlglanz gekauft. So wie hier, Alter, ich kann den nicht aussprechen. Perlglanz rot. Aber wir haben es halt in Schwarz gekauft. Okay, jetzt kommen wir normal Schwarz fahren. Mal gucken, ob es funktioniert. Bei den Upgrades wäre halt wieder dieses geile Werkzeugbank, aber wir haben halt kein Geld. Aha, sieht doch schon besser aus. Aber irgendwie kann ich jetzt... Ah ne, okay, ich kann auch das ganze Auto schwarz färben. Hallo. Okay, die Dings noch, die Lampen. Sieht auf jeden Fall trotzdem noch nicht mal so schlecht aus mit diesem Blau hier. Also wir nehmen, können ja die Farbe eigentlich mitnehmen, ne? Ja, ist doch ein bisschen näher. Aber egal, wir nehmen sie mal mit. Okay, Leute, wir sind jetzt hier in der Tanke. Ich guck kurz. Oh Gott, mein Ohr juckt. Okay, ich guck jetzt kurz. Müssen wir tanken? Ja, wir haben jetzt zwar nur 9 Liter verbraucht. Ich vermute jetzt mal nicht. In der Hoffnung, dass wir nicht wieder so ein dämliches Problem haben. Wir reparieren auf jeden Fall jetzt dann nochmal den Motor, denn der ist halt ja doch relativ kaputt immer wieder. Naja, ich guck mal, was ich alles bekomme. Ich denke mal, die Farbe, können wir die überhaupt verkaufen? Ja, die verkaufen auch einfach mal. Die Brechstange, die zweite und noch diese ganze Kiste mit den Sachen drin. Wir verkaufen jetzt das erstmal alles und gucken, wie viel das wir bekommen. Okay, insgesamt 54, okay, das geht voll klar. Der Wein kostet 33, nee, kein Bock. Mann, die haben gar kein Motorreparatur-Kit. So eine Scheiße, wow. Weil eigentlich ist es gar nicht so schlimm, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Geld. Guckt euch mal den Verkaufswert von Wein an. 0,3. Wollt ihr mich verarschen? Wie viel kostet der im Laden? Sonst können wir jetzt gerade noch ein paar Flaschen kaufen, das wäre übelstes Plus. Immer noch 33, wollt ihr mich eigentlich verarschen, Alter? Egal, ich fahre jetzt weiter zur Grenzwache. So Leute, ist wieder nur Kaffee verboten, das ist natürlich chillig. Wir fahren jetzt direkt hier rein, so volle Kanne, Alter, bam. Immer Vollbremsung. So, Herr Grenzpolizist, hier sind meine Papiere. Oh, er kontrolliert. Oh, er sieht den Wein. Darf man eigentlich mit so viel, also jetzt mal in Real Life, da dürfte man mit so viel Wein rumfahren? Ich glaube mit so viel Wein schon, aber nicht mit leeren Flaschen, oder? Da machen alle, doch schon, aber da machen sie doch direkt einen Alkoholtest, oder? Ich weiß es nicht, ich bin da kein Experte. Okay, wir fahren jetzt hier wieder in so eine krasse Brücke. Mit Brücken haben wir eigentlich zwar nicht mehr so schlechte Erfahrungen, aber irgendwie auch nicht so gute, weil da ist uns ja das Auto, hatte das Ganze kein Benzin mehr, als wir ungelüftet in die Türkei brachten. Naja, ich fahre jetzt mal weiter. Genau, das Witzige ist, ich habe jetzt gerade gemerkt... Oh, shit. Das ist weniger witzig. Ja, wir machen da vorne einen kurzen Halt. Ich kann mit meinen Pedalen unten, die habe ich halt von dem Formel 1, habe ich immer unter dem Tisch. Mit denen kann ich das Auto, kann ich dem Gas geben. Aber ich kann nicht mit dem Steuerrad lenken, wieso auch immer. Wir brettern jetzt hier nochmal runter mit dem kaputten Reifen. Und da vorne halten wir kurz an, um den zu reparieren. Wir haben hier noch... glaube ich ein Reparaturkit vom Reifenzeug. Genau, 210 Kilometer bis Litanier. Ich weiß nicht, ob es der Motor schafft. Der raucht schon schwarz. Oh, hier ist ein Paket. Okay, warte mal. Dann halten wir hier kurz, reparieren die Reifen und ja, sammeln das Paket ein. Boah, Alter, guck mal, wie viel Medizin das da drin ist. Holy shit. Wir sind jetzt gleich reich. Sonst war, glaube ich, das Reifenreparaturkit benutzt man jetzt so. Also wir müssen jetzt, warte mal, wir müssen jetzt erstmal noch den Reifen hier, glaube ich, wegnehmen. Jetzt können wir mit dem... Können wir den nicht? Ich dachte, wir können den jetzt flicken mit dem. Ja, warte mal, was steht denn hier? Okay, es steht halt wirklich so, dass man das nur bei geplatzten Reifen verwenden kann. Der ist ja obviously geplatzt, ja. Und der muss auch weggenommen sein, aber irgendwie funktioniert das Ganze nicht. Okay, ich habe den jetzt mal da reingemacht. Funktioniert es jetzt? Ah! Okay, es ist scheinbar repariert halt... Nur immer noch mit 0,1 von 3 Haltbarkeit, aber immerhin, oder? So, Leute, der Reifen ist jetzt geflickt. Die Ware ist eingeladen, oder? Ja. Das heißt, wir können weiterfahren. Okay, Leute, da hinten ist ein Autofrag und hier Letigny noch 140 Meilen. Oder in, ich glaube, es sind nicht Meilen. Also, ich weiß es nicht. Vielleicht sind es auch Kilometer. Also, vermute ich jetzt mal. Oh, so geil, wir haben einen neuen Vergaser.
Boah, weil unser ist ja gefühlt hier, wir sind am Brennen, förmlich. Okay, jetzt können wir kurz die Medizin einladen, dann ersetze ich den Vergaser und dann geht's weiter. Glück gehabt, Leute. Leute, wir nehmen hier natürlich wieder die Abkürzung. Ich weiß nicht, ob das so schlau war, aber eigentlich haben wir Geländereifen, deswegen ist es eigentlich besser, aber... Ja, jetzt haben wir wieder einen Platten. Naja, egal. Wir fahren jetzt trotzdem mal noch so weiter. Ich meine, wir werden ja wahrscheinlich bald da sein. Ich meine, es ist Nacht, da hinten steht auch schon... Oh Gott, Entschuldigung. Hier sind Fabriktürme. Das heißt, es müsste ja eigentlich bald, ja, sollten wir dort sein. Leute, wie sie kommen jetzt hier nochmal auf eine, so eine Landstraße, sag ich mal. Ah, hier vorne ist die normale Straße, okay. Dann gehen wir jetzt darauf und fahren nach Letenier. Okay, Leute, wir sind heil in Letenier angekommen. Das ist ja diese geile kleine Stadt. Kleine, süße, kleine Stadt. ja, wir gehen jetzt direkt nach hinten ins Motel. Und oh, also ein bisschen kurvig. Dann werden wir dort übernachten, noch ein paar Leute natürlich nerven. Und genau. Oh, Alter, werden wir fast noch eingecrashed. Die 25 geht auch nicht klar. Digga. Wie irgendwie gefühlt immer wird nur 2C haben. Naja. Oh, let's go. 30, let's go. Den Dings haben wir auf jeden Fall wieder drin. Den Aufenthalt. Okay, Leute, dann würde ich sagen, was ist mit dieser Folge? Chaloupi und ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Is it what do you see as you twist the tiles beneath our feet?